Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 61 von Dwarf Fortress mit dem Phobos Grafikpack und dem Therapist. Ja, wir sind wieder drinne. Und ja, letztes Mal haben wir feststellen müssen, dass wir unbedingt etwas in Richtung Krankenhaus machen sollten, weil wir da das Problem ja haben, dass wir hier keine Fäden produzieren können oder sowas, ne? Und aus diesem Grunde ist irgendwo einer verletzt, den wir eigentlich heilen wollen. Aber das klappt nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Wo müssen wir hin, damit das zu finden ist? Wir müssen erstmal gucken, dass wir die passenden Pflanzen haben. Und ich glaube, wir haben ja total schlecht mit Pflanzen gerade zugange. Was haben wir hier oben für welche? Ja, das ist leider blau und so schlecht zu lesen. Furrowed Loam Sand. Ach so, da kann man sich noch nicht mal anzeigen lassen, was das ist, ne? Da zeigt er nur den Boden an. Da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie anders hinkriegen. Geht das mit T? Ja, es geht mit T. Plump Helmet Spawn. Sind wohl diese hier, ne? Und hier auch Plump Helmet Spawn. Aber das ist ja nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Sweet Pot Seeds. Waren das Sweet Pot Seeds, wo man Fäden mitmacht? Ich gehe mal hier gerade gucken. Escape. Q. Sweet Pot Seeds. Ah, ich glaube, das waren die Sweet Pot Seeds, oder? Ne, Pigtails war das, genau. Pigtails sind das, die wo Fäden rausgemacht werden können, ne? Hier kann man nicht da, leider nur zweimal im Jahr machen, damit das was wird. Ist hier überhaupt gar nichts ausgewählt, ne? Super, das hat doch gut geklappt, wa? Sowas gemacht, aber keiner hat gesagt, was gepflanzt werden soll. Auch prima. Sowas Doofes. So, dann haben wir den schon mal. Gehen wir mal weiter. Hier sind sie aber ausgewählt. Hier auch, da auch. Da auch, da auch. Ja, dann fehlte wahrscheinlich nur das da unten, ne? Das ist passend. Da ist auch ausgewählt. Da auch. Da auch. Und da ist auch ausgewählt. Nur die Pigtails, die waren nicht ausgewählt. Die sind aber jetzt hier ausgewählt. In den passenden Monaten halt, ne? Gut, dann müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis die passende Zeit dafür ist. Das ist ein bisschen schade, aber können wir jetzt nicht ändern. So, Q. Jetzt müssen wir hier unten beim Dingens rein. Der ist ja schon mal da. Make Wooden Barrels. Ja, dann machen wir aber auch noch hier oben das. Enter. P wie Promote. A, Enter. Und Promote. A, Enter. Promote. Dreimal machen wir das erstmal. Und dann machen wir nochmal A und Minus. Splints. Promote. A. Enter P, A, Enter P. Dann haben wir schon mal dreimal für jedes da. Das ist schon mal was, was ins Krankenhaus gehört. Wo ist das Krankenhaus? Da. Da müsste ich I drücken, damit ich sehen kann, was da drinnen los ist und was wir haben und was wir nicht haben. Und dann großes H für Set Informations. Und die haben wir. Zwei Betten, Tables. Traction Benches haben wir nicht, Boxes und Bags haben wir auch nicht. Fäden haben wir nicht, wir haben da nichts drin, außer die Betten und die Tische. Da müssen wir also jetzt mal was für machen, denke ich mal, ne? Gut. Ach, da brauchen wir 5 von jeweils. Okay, dann wollen wir auch gleich zusehen, dass wir 5 davon machen, ne? Ah, gut. Q. Da unten nochmal in den Laden hier rein. A. Minus Enter Promote. A. Enter Promote. Und A. Minus Enter Promote. A. Enter. Ach, geht nicht, weil jetzt sind es schon zu viele. Super. Gut, dann müssen wir die Splint noch einmal nachholen nachher. In der Hoffnung, dass er die jetzt macht. Er holt aber schon Holz. Und das nächste, was das Problem ist, dass kein Holz mehr da ist. Gut, auch schön. D, Chopdown Trees ist schon ausgewählt. Ist nur die Frage, wo wir noch Bäume haben.
Ja, da waren jetzt auf jeden Fall welche bei. Na, da oben sind auch noch sowieso welche, glaube ich, oder? Ja. Gut, okay. Das sollte funktionieren, aber es ist, glaube ich, der gleiche Mann, der das macht, ne? Needs Lock, sagt er jetzt auch. Und der geht jetzt sonst wohin und macht das nicht. Auch schön, ne? Carpenter. Geht schlafen, okay, deswegen. Na, lass den gerade erst noch eine Runde schlafen gehen. Müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Was wollten wir machen? Diese Streckbank. Ich glaube, die geht im Craft Drafts Workshop, kann das sein? Bin mir aber nicht sicher. Rock. Nee, das können wir mal gucken, ob das mit Steinen geht. Toy, nee, da war doch nicht hier. Wo war die denn? Aber nicht, dass es nachher mit Holz nur geht oder sowas. Nee, nee, das ist es nicht. Finde ich auch noch. Carpenter's Workshop war das ja nicht, oder? Kurz reingeguckt. Nein, das war ein anderer Laden, wo das war. Da konnte man nur zwei Sachen machen. Und ich weiß nicht mehr, welche das waren. Mechanic Workshop war das, glaube ich. Haben wir da einen? Wenn wir einen haben, dann haben wir den unten. Aber wir müssten einen haben wegen den Brücken schon alleine. Close Stockpile. Ah, hier waren nur Masonries. Javeler. Farmer. Sonst ist da nix. Was haben wir hier noch? Leather. Close. Loom. Smelter. Wood Furnace. Aber wir haben doch schon. Sag schon, Zahnräder gemacht, ne? Oder haben wir die nicht gemacht? Doch. War das hier irgendwo versteckt? Ach, da unten war noch ein Shop, ne? Das wird es dann sein, oder? Mechanics Workshop, genau so ist es. Da, großes R. Enter. Ich weiß jetzt nicht, wer das macht. Vielleicht steht aber bestimmt unten eine Nachricht, dass keiner das machen kann. Da ist irgendwer geboren, auch schön. Und ja, warten wir es ab, oder? Nächste Sache. Haben wir denn noch Zahnräder? Da ist nichts drinne. Dann heißt es hier gucken. Wüsste jetzt aber nicht, worunter ich es finden könnte. Street, da können wir mal gucken. Von den Tieren haben wir Wollmöglichkeiten in dem Sinne. Gibt es hier irgendwo Mechanics? Ich glaube nicht, ne? Seile haben wir. Käfig haben wir. Boxes und Bags haben wir auch. Ach, Mechanics, da sind ja reichlich. Wahrscheinlich auch nicht im Einsatz. Gut. Gut, okay. Warum wird das da eigentlich nicht weggeräumt in dieser Hütte da? Hier sind so viele Sachen noch drin, die weg können. Ja, ich glaube, wenn ich das Claim wegmache, dann geht's, ne?
So. Alles klar. Das ist alles nicht geclaimed. Aber wahrscheinlich müssen wir da noch irgendwo gucken, dass wir das da auch hinkriegen, dass das, sag schon, passend weggeräumt werden kann. Ja, das könnte alles weggeräumt werden, aber das sind alles Anziehsachen wohl, ne? Haben wir da kein Lager für, oder was? Finished Goods haben wir hier. Machen wir Car. Trousers. Leder. Gucken wir mal gerade. Da unten ist gar keins ausgewählt. Da können wir noch ein neues Lager machen. Dieser Raum, die sind noch gar nicht deklariert. Stockpile. Leather, Bar, Wood, Views, Close, ha. Passt. Passt. Escape, Q. Settings. Gucken wir mal, was wir da reinmachen. Dann machen wir da erstmal lauter Dingens rein. Fäden. Und hier unten. Settings. Dann machen wir das so rum. Aber das sind nur Stoffe, das sind ja keine Anziehsachen in dem Sinne. Ja, lassen wir es mal gucken. Da oben geht ja auch noch was. P. Das läuft wohl unter Finished Goods, ne? Da unten muss noch ausgehöhlt werden, da oben ist aber schon fertig. Mhm. Nee, das haben wir jetzt Forbid gemacht. Das ist aber nicht richtig. Erlauben wir. Das verbeten wir. Metall auch nicht. Das machen wir jetzt Wood nicht. Na, das ist also falsch. Promote wieder. Und wir müssen... Achso, hier müssen wir hinten mit Enter arbeiten. Genau, so war das. So, dann haben wir das. Gut. Was hatten wir denn jetzt drin? Pflanzen, Stoffe und Silk ist da drin. Okay. Und hier machen wir dann... Die beiden nicht. Das verbieten wir hier erstmal. Metal auch. Other Materials. Das... Na super. Permit. Das nicht. Und das nicht. Leder will ich da auch nicht haben. Das Glas will ich auch nicht haben. Wachs auch nicht. Jan ist ein Faden. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, lassen wir das mal. Dieses beiden sind es dann nur noch, ne? Gucken, ob da was hingebracht wird. Dafür gehen wir mal in Raum 1, weil da müssen ja eigentlich ganz viele jetzt losziehen. Und das machen sie auch. Allerdings irgendwie von draußen als erstes oder was.
Anstatt meine Hütte aufzuräumen? Nee, da wird draußen aufgeräumt. Herrlich. Ja, das, was am weitesten weg ist, tun wir als erstes rein. Ist klar, ne? Zwei Sachen sind schon dran. Das ist was in der Pause. Ein Ambush. Super. Z. Zoom. Wo sind die bösen Männer? Da rechts. S. A. K. Goblin Spearman. Der muss als erstes dran glauben. Und dann Escape. V. Dann gehen wir mal wieder zum Goblin Spearman hin und followen dem. Und dann machen wir eine Pause weg. Ja, super. Das hat jetzt wieder super geklappt. Einfach aus dem Grunde, weil der jetzt nicht mehr ausgewählt ist. Oh. Ja, so viele Invaders. Das sieht ja auch nicht gut aus, ne? Dann bedeutet das schon eher, wir müssen zusehen, dass wir die alle reinkriegen, aber da vor der Tür stehen ja auch schon welche, ne? Ja, da kommen sie schon alle runter. So, da sind mehrere auf einmal, aber da kommt unser Trupp jetzt, wenn die dann mal so schlau wären und angreifen würden, ne? Ja, das wird dann wohl nix. Ja. Da wird schon mal auf jeden Fall wer angegriffen. Mit Pfeil und Bogen, das ist auch gut so. Und der bewegt sich auch noch kaum, der ist schon mal verletzt. Okay, drei hier festgesetzt. Das muss jetzt nicht sein, oder? Ich glaube, wir haben einen erwischt, oder? Also da sind schon mal zwei richtige Bogenschützen dabei. Die kriegen das hin, ne? Da unten laufen noch welche rum. Hauen die vor dem ab, oder? Wahrscheinlich, ne? Was macht unser Squad hier? Ja, immer noch den gleichen da ausgewählt. A. K. Kill. Einen von diesen hier. Ja, ich kann die Truppen jetzt auch nicht erkennen, wo sie sind oder nicht sind, ne? Ja, da sind ja noch reichlich Invaders, ne? Super. Ich glaube, das ist schon wieder so eine Situation, wo wir sagen können, das klappt gut, ne? Was ist jetzt passiert? Ach, da ist schon so ein... Kriegen wir denn noch irgendwen zum Angriff geblasen, dass das einer plast? Ah, da ist jetzt der Bergmann gleich dran, ne? Der Bogenschütze, der war eben gut, ne?
Was machen die da alle? Select and rectangle. So. Alle, die jetzt hier sind, in dem Bereich, müssen angegriffen werden. Gut. Gucken wir, ob da irgendwas bei ist, was dann auch funktioniert, ne? Jetzt sag mal, wo ist denn hier einer da von den Jungs, ne? Oh, nicht A. Rest. Ja, schlaf dich mal aus, ne? Mitten im Krieg und er schläft. Auch schön. Kein Job, oder? Store item in stockpile. In barrel. Okay, da sind auch schon ein paar Dezimierte dann dabei, ne? So, ich muss erst hier wieder drauf. So, da haben wir erstmal wieder eine Squad zusammen. Und da... No Reluctant Skills. Da haben wir Reluctant Skills. Da auch. Und einen noch. So, beide Gruppen voll. Okay. Nee, das war falsch. S wollten wir haben. B. K. R. Jetzt müssen wir die erste Ecke aussuchen. Und der wir verteidigen wollen. Nochmal das ganze Spiel. Okay. So, die sollen alle bekämpft werden. Großes A, select Mutable. Ah, jetzt habe ich es raus. Die fünf sollen angegriffen werden. Die sind alle im Innenbereich. Escape. Escape. Und A. K. R. Enter. Haben wir gemacht. Großes A, B, C, D, E. Wunderbar. Escape is cancel. Super, hm? Wie soll der Befehl dann bitte schön funktionieren?
Ja, habe ich. A, B, C, D, E. Geht eh nicht, oder was? Aha, man kann nur vier gleichzeitig angreifen wohl. B, K, R. Enter. E, F. Nee, E, D, C, B. Und A geht nicht mehr, ne? Genau. Und Enter. So. Jetzt sollten dann 8 Leute hier kommen und die mal bekämpfen. Also unsere Leute sind da, ich sehe einige davon. Wäre sicherlich schön, wenn mal ein paar mehr da wären. Ausjagen tun wir sie auf jeden Fall. Aber die beiden, die da laufen da oben, die sind schon ziemlich angeschlagen, die blitzen so leicht auf. So, die sind gleich in eine Flucht geschlagen, oder wie sehe ich das da oben? Die Spearmans. Wie sieht's denn aus mit Gegnern auf der Karte? Aha, wir haben sie in die Flucht geschlagen, oder wie sehe ich das? Goblin Spearman, haben wir 2 gefangen. Hier ist noch ein Axeman, okay. Auch nicht schlecht. Und 3 Geister haben wir. Wunderbar. Okay, aber den Angriff haben wir zurückgeschlagen. Das war ja schon mal erfolgreich. Und naja, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.